loslauft. Ah, das ist ein nahtloser Übergang. Ein nahtloser Übergang wird hier geschaffen. Willkommen zurück, Leute. Ja, wir sind. Ja, keine Zeit verschwenden. Wir sind immer noch hier und wollen alle Skelette feststellen. Und hier geht's zur zweiten Ebene, haben wir gerade festgestellt. Wir müssen, wie gesagt, noch nach oben links. Denn wir müssen hier alles erkunden, keine Feinde im Rücken zurücklassen und so. Tempelwächter. Ich muss dem Zuschauer, dem geneigten Zuschauer, auch mitteilen, dass ich jetzt über 2 Blitze verfüge. Boah, Alter, du bist aber schon ziemlich. Da wird gekleckert und nicht geklotzt, ne? Allerdings. Das heißt, es wird in Zukunft auch mehr Blitz-Action geben. Mehr Tote geben. Mehr, ja, lass erstmal nach oben noch gehen, ja, ne? Auf die andere Seite. Noch mehr Selbstmörder-Action. Ja. Dazu müsst ihr noch wissen, dass ich einen Trank habe, der mich gegen Elektrizität schützt. Ich glaube, du bist als Talos-Priester, bist du doch sowieso. Ja, das, wenn du genau trinkt einen Trank, wenn da steht trinkt einen Trank, laufe ich weg, ne? Euch steigt noch ewig nicht auf. Mir fehlen noch 7000 EP, Mann. Ah, das geht hier ganz schnell. Ja, die werden ja immer noch geteilt. Mir fehlt 21.000. Mir fehlen ja, noch 10.500. Also, mit anderen Worten, ist Amanessa eigentlich quasi die nächste. Ja. Mir fehlt irgendwie noch 2,8. Gegner! Lasst uns Blut vergießen! Lasst uns Blut vergießen! Das ist bei Skeletten ein blöder Spruch. Du hast nicht wirklich wieder einfach mal auf Glück? Das war doch voll effizient! Auf was haut ihr denn da? Leckt es etwa? Alter, ja. Die beiden sind unverletzt da. Was hast du denn da gemacht? Keine Ahnung, die sind plötzlich aufgepoppt. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Oh. Oh. Einer hat auch keine Angst vor dir. Beschäftigt. Ich muss noch hier und da hin. Monster erledigen. So. Ich weiß, was zu tun ist. Nenn mir das Ziel und ich. Also entweder das ist ein Lag oder ich habe das eine geturnt. Ja, das eine ist geturnt. Das läuft da ja auch dumm rum. Nee, der eine, der steht im Gang und den könnte ich ansprechen. Also bei mir ist jetzt alles tot. Okay. Da steht einer im Gang, ich sehe ihn aber auch. Versuch doch mit dem zu reden. Da unten ist wieder einer neu gekommen irgendwie. Sled hat nichts zu sagen. Na. Das ist vielleicht eins von hier Finn? Nee, das was ihr da... Im Nahkampf. Das ist krass, ich sehe das über... Hier liegt da liegt jetzt Pfeile. Auch einfach eins mehr, das habe ich gar nicht gesehen. Naja, was soll's. Oh, ja. Da ist noch ein, Ja, in der Mitte kann noch jemand was öffnen. Ich bin's nicht. Ich kann's machen, aber Frank hat mehr TP. Nee, wir haben gleich viel, Kollege. Ach ja, ups. Na gut, dann mach ich das, dann geh mal weg. Nee, warte. Das sieht doch so einer schönen Feuerballfalle aus. Da kommt wieder eins, ja. Noch eins. Aua! Jetzt sind alle Türen aufgegangen. Oh oh. Ja dann, weiter geht's. Nein. Wow. Das war die Falle. Schläfst du? Oh Gott, er schläft! Hilfe. Rettet ihn! Hilfe. Die unten! Rettet ihn, wo ist hin? Ich bin mal ganz weit weg! Ja, ja, ich musste mich selber retten. Der kam direkt auf mich zu. Ich hätte die Falle auslösen sollen, Mann, ich bin immun gegen Schlaf. Ja, wir wissen nicht, was drin ist, Kollege. Ey, nee, Mann, ey. Jetzt weißt du, es wieder... Oh, Frank, was hast du für eine... Oh, du bist wieder wach. Hm. Was hast du gerade vor? Nix. Stabile Seitenlage, ne? Ja, oh, hier ist ein magischer Bogen, den nehme ich. Da sind noch 2 Schriftrollen drin, die solltest du dir gönnen. Wieso finden wir ungefähr 2 Milliarden magische Bögen? Das ist voll unfair. Ja, das ist der gleiche wie eben. Also du kannst einen... Ach nee, du kannst ja damit nicht umgehen. Aber Frank kann noch einen kriegen dann. Okay, das war doch einfach. Ja, dann kommen wir jetzt in Ebene 2. Sieht so aus, als hätten wir hier alles. Es sei denn, wir haben Geheimtüren übersehen, aber ich meine ganz ehrlich, dann ist es eben so, ne? Unseren scharfen Adleraugen entgeht hier nix. Wollen wir vorher nochmal rasten? Ist das denn notwendig? Naja, ich habe noch einen Zauberspruch und auf 1 und 3 auf 2, also muss nicht. Ja, das geht doch noch. 3 auf 2, das... Bei sorgfältiger Auswahl sind die alle tot. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt erstmal runter. Was soll passieren? Ich speichere vorher besser nochmal. Das ist eine exzellente Idee. Ja. Wo es wahrscheinlich auch ein Autosave gäbe. Wow, Konjunktiv 2. Ich bin entzückt. Also ich glaube, wir stehen in einem roten Raum. Spuren lesen, ja, das kann ich. Moment, ich bin nützlich.
Deine Fähigkeit, Spuren zu lesen, gibt nichts über diesen Ort zu erkennen. Ja, gut, Kinder, das, ja, wir haben es probiert, ne? Was soll ich noch sagen? Alter, ich glaube, hier ist das Allerheiligste. Ja. Oh ja, hier klar. Kommt gleich Sarevok um die Ecke. Falle zugeschnappt. Bei mir auch noch, wie peinlich. Ramponierte Skelette, ganz viele. Ich gehe erstmal wieder raus aus dem Raum. Auch. Sin steht da ein bisschen mächtig, aggressiv. Schön, dass der Tank hinten steht. Ja, ich Sin rennt vor. Oh, was? Moment, ich mach mal Netz, ne? Ja, genau, aber lass mich noch vorher aus dem Raum rausgehen. Ja, also ich mach das so in die Mitte des Raums, mache ich es gerade. So zwischen die Säulen. Ja, was auch immer. Ich, wenn du stirbst, ist es deine Schuld. So. Haut ab! Haut hier ab! Ja, sehr schön. Die, die nicht abhauen, die werden jetzt beschossen. Alter, Untote vertreiben. For the win. Stirb eines unnatürlichen Todes! Der hat auch Angst. Bams. Bams. Die Hälfte der Beute ist mir. Sie haben keine Beute, Junge. Aber die Hälfte wäre mir. Ja, wäre dir. Dir wäre die Beute. Das war kein Konjunktiv 2, aber immerhin. Immerhin, das war ja. Weiß ich auch nicht, was das war. Schön war es jedenfalls nicht. Auf in die Schlacht. Leute. Das war ein Dativ des Besitzers. Das geht nicht. Das gibt's in Deutsch aber gar nicht, ne? Ja, aber. Oh, Nummer 4! Ich würde ja was machen, aber ich bin in mein eigenes Netz gelaufen. Ich häng da auch drin. Ja, du bist gleich. Ein ganz toller Zauber. Scheiße. Ja, der ist da. Ist gut. Der renn doch weg, du bist doch frei! Renn doch! Ja, jetzt kann ich auch wieder laufen. Oh, Hinkelhorst. Es ist so traurig mit euch. Es ich ist bin wirklich nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ja, warte, genau. Wir hören jetzt auch sofort auf. Wir hören jetzt auch sofort auf. Wir wollen ja nicht. Wir wollen die Statistik ja nicht verfälschen. Genau. Also Hinkelhorst ein Strich. Hinkelhorst ist mit FK gleichgezogen. Verdammt. Also es geht jetzt schnell. Sterben geht immer schnell. Ja, es stirbt das heißt, sich immer billig. FK und Hinkel führen das Feld von hinten an mit 3 Toten, dann kommt Bip mit 4 und ich mit 5. Unvorstellbar. Dieses dumme Tod von den beiden Disrespect-Bogenschützen, ey. Das klingt. Ja, das war echt huge Disrespect von mir. Das habe ich jetzt davon. Ich habe mir heute meine gesamte Statik versaut. Verdammt, alles, was ich mir letztes Mal aufgebaut habe. So, in einer anderen Runde mit. Also, Netz war gut, aber ihr solltet dann auch warten, bis die Gegner zu euch kommen, ne? Ich kümmere mich drum. Ich zauber jetzt weiter schon mal Netz. Ganz entspannt, hier vorne nur hin. Nee, erstmal müssen wir die Gegner ja triggern. Da muss erstmal einer die Falle auslösen. Das kann ich machen. Das war hier irgendwo. Gut. So, und jetzt rennen wir wieder raus, während du Netz zauberst. Und dann bleiben wir außerhalb des Netzes. Möchtet ihr das wirklich ausprobieren? Jetzt noch einen Blitz haben. Guck mal, wie Frank auch wieder unterwegs ist da unten. Ich bin außerhalb des Netzes. Dachtest du das letzte Mal nicht auch? Ja, da bin ich aber reingelaufen. Irgendwie. Ja, also Achim ist schon drin, wollte ich nur sagen, ne? Dadurch turnt er. Oh oh. Ja, ich werde. Oh, was will er denn? Mein Einsatz soll Heeren zielen dienen. Ich will nicht noch einen fressen. Schon mal die Tür zugemacht? Alter Falter, eine Runde nicht geturnt, gleich kamen die an. Seid ihr bereit für mich? Oh ja, geh noch dichter ran, Amanessa. Bist du denn Kacke oder was? So. Aber das Netz hat doch alles gut gemacht. Netz, wo ist das Netz? Auf in die Schlacht! Auf in die Schlacht! Vorwärts, Elfenkrieger! Ja, jetzt komm. Wo ist hin? Ich glaube nicht, dass du 3 Bogenschützen tanken willst. Mach was Großes. Ich sag's ja nur. Ich sag's ja nur. Gut, Sinn. Hey, ich kann wieder auf den Boden. Schnell laden. Egal, schnell laden. Ja, ich und wollte dann alle wieder. Wir wollten vielleicht doch rasten, oder? Nein, eigentlich, ich dachte, ich zauber da noch ein Netz. So ganz cool und lässig. Aber ich wusste nicht, dass das Bogenschützen sind. Ich habe von nicht aufgepasst. Okay. Dieser Encounter stellt uns zum Glück vor keine größeren Herausforderungen. Nein. Einverstanden. Oh.
So. Also, haben wir jetzt einen Plan. Schnappt also euch eben. Eure... Der Plan heißt, schnappt ihr eine Fernkampfwaffe. Hab ich. Genau, und schießt die Scheiße aus den Leuten raus. Da kann ich nicht helfen. Skelette scheißen nicht. Ich weiß auch nichts über den Ort. Ich bleibe jetzt gleich ganz draußen. Logikfehler. Die Falle war oben rechts oder so, oder noch ein Stückchen ja, weiter. Die war rechts mittig, da. Genau. Ja, so, okay. Puh. Hier, der vordere will getankt ja, werden. Ja, schon dabei. Gut, nice. Erster down, enemy down. Ja. Ich muss jetzt schnell gehen hier. Das so. Ja, Alter. Kann ich nichts machen. Oh Gott. Mann. Gut gemacht! Das kann doch nicht angehen. Weißt du, hast du doch extra da hinten hingemacht, dass der zu den anderen noch durchflutscht. Weißt du, dass das Traurige ist aber eigentlich... Ja, ich habe einen Anti-Elektro-Drang. Oh nein, ich fühle mich so useless, weil ich mal 5 Sekunden nicht auf jemanden rumhacken kann. Jetzt muss ich den Overkill auspacken. Ja. Gut, weißt du, wir schaffen den End-Encounter gegen den Knochentänzer. Alles easy, kein Problem. Wir stehen hier bei 5 komischen Skeletten. Oh, wir sind tot. Wir haben auch keine Leben mehr. Oh, Alter, ein paar kleine Kompatibilitätsprobleme später. Mein Auftrag ist klar. Oh. Ihr macht das, ich bleib hier hinten stehen. Ja. No! Oh, Vorsicht! Will der was? Der will was von Zinn? Hilfe, Hilfe, ich werde unterdrückt. Ja. Der ist schon mal Asche. Ich bin sehr beschäftigt. Ich muss so, jetzt kommt hoffentlich wieder keiner auf die Idee, sich ins Netz reinzustellen, einen Blitz zu casten. Du hast die Feuerpfeile vergessen. Feuerpfeile zu benutzen. Nee, Feuerpfeile von den Bogenschützen abzukriegen. Ach so, ja, oder, klar. Oder einfach vorzulaufen und einen Tank zu spielen. Ja. Mit 17 Lebenspunkten. Und Rüstungsklasse 6. Alter, was will er denn? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich klipp hier rum. Er teleportiert sich ja dauernd. Ja, genau. Ja, so ist das, wenn man ein gemeinsam genutztes Internet hat. Bei mir läuft alles flüssig. Ihr werdet es im Video sehen. Ist doch schön, wenn man im Video dann sieht, wie plötzlich Frank und ich von einer Ecke zur anderen rennen, weil wir irgendwie den teleportierten Gegner hinterher rasen. Ja. Und ich wundere mich noch, worauf ihr da einschlagt und plötzlich so plopp plopp. Also eure KI ist ja scheiße. Ja. Oh nein! Oh, wie kann das wieder angehen? Wie hat der das denn gemacht, ey? Meine Tage als MP sind gezählt. Also Achim, nee, Frank kriegt noch einen Strich. 1, 2, 3, 4. Heute geht das aber mit den Strichen aber auch hoch. So. Ja, ich frage mich, ihr trinkt doch einen Heiltrank. Den Autosave. Der kam plötzlich. Ich glaube, hier unten ist jetzt jeder von uns einmal gestorben, bis auf Bip. Ja. Ja, der kriegt auch noch sein Fett weg. Das gibt ja sonst viel oft genug. Da reichen schon 2 Skelette. Ich speichere jetzt einfach nochmal da unten. Ich habe keinen Bock, immer über diesen dummen Gebietsübergang zu latschen. Ja. Das ist eine gute Entscheidung. Ja, so bin ich. Also. Siehst du, das dauert nämlich auch. Es wird total schnell geladen und jetzt wird schnell gespeichert. Oh, können wir die nicht einfach umhauen jetzt? Ja, also pass auf. Als erstes trinkt Frank jetzt mal noch einen Heiltrank. Ich mach das jetzt auch mal ohne Netz. Jo, ohne Netz geht das auch. Ohne Netz wird, geht das. Ja, klar, wir laden gleich nochmal. Das ist okay. So. Hau da! Möchtet ihr das wirklich okay, ich das Murmelchen. Und dann doch nicht. Oh. Ja, ich wollte mir nicht. Mach jetzt renn wieder weg hier. Ich wollte mir nicht Bips bösen Kommentare anhören. Nee, ich mach keine bösen Kommentare. Ah! Hast du noch deinen komischen Drachenzorn? Feuer kann ich mal einsetzen jetzt, meinst du? Naja, jetzt wo Frank und Achim neben dir stehen, wäre schlecht. Ja, die laufen jetzt sehr schnell noch hinter. Ja. Die laufen jetzt schnell zu dir und dann gucke ich mal, was hier so passiert, wenn okay. Ich die dahin zauber. Okay. Also siehst du, jetzt sind naja, die doch nicht schon... Viel. Ja doch, die sind alle dem Tode nahe, ne? Zeit zum Snacken. Ja, und ich krieg keinen einzigen Frack davon. Deswegen ist das so, es ist wie bei YouTube. Die Klickzahl ist eigentlich völlig irrelevant. Wichtig sind ja die Minuten. So.
du hast halt harten Schaden gemacht. Da kommt noch ein Un... Ja, okay, pass auf. Jetzt verschwindet es immer... Jetzt bist du der Schimpanse. Ich bin der Schimpanse. So, jetzt ja. Vorsichtig, slowly advancing. Also Jim und Achim, ihr schnappt euch, ihr rennt jetzt vor und geht gleich im Nahkampf auf die Bogenschützen, alles klar? Okay. Okay. Fertig? Ja. Gut. Und ich auch. Und vielleicht nochmal Untote vertreiben. Da hinten ist noch ein... Raus, raus, raus aus dieser Wolke! Wenn ihr schlaft, seid ihr tot. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Aha! Ihr solltet keinen Feuerball casten. Pass auf, Leute, wir ziehen uns in den kleinen Raum da zurück und machen. Ich zauber da nochmal ein Netz rein. Ja, wir haben jetzt aber viele verbündete Skelette, die für uns Schaden tanken. Ich glaube, wir brauchen nicht noch ein Netz. Wenn, brauchen wir ein Netz oben bei dem Magier. Wenn der seine hässliche Visage da in der Wolke zeigt, dann glaube ich, würde ich nochmal ein Netz hauen. Na gut, schauen wir mal. Gib ihm. Und die anderen Skelette sollen den Schaden tanken. Entschuldigung, ich hab schon. Ich bin sehr beschäftigt. Ich muss doch hier und da hin. Monster erledigen. Ich mach das jetzt auch einfach, weil ich sonst die nicht schnell genug den Zielwechsel hinkriege. Mein Einsatz soll hehren Zielen dienen. Oh, okay. Da ist noch ein. Da ja, guck dir das an. Wie ich hier um die. So, komm. Ah, wieder daneben gehauen. Sehr Langschwert gut. Kann ich auch. Halte ihn auf. Huch. Teleportiert sich. Okay, der war gut, der Schlag. Ja, sehr schön. So, jetzt sollte da oben eigentlich nur noch das blöde Magier-Skelett stehen. Ich glaube, wir setzen die Wolke aus. Und dann speicherst du. Ramponiertes Skelett werde ich noch snipen. Bams. Mit Ansage. Alter, ey. So, und jetzt speichere ich, ganz genau. Prima. So, hat das geklappt? Jetzt schleiche ich mich an. Das kann ich nämlich auch. Dann kann der gucken zur Position. Guck mal, wer ist er denn? Der ist auch dem Tode nah. Den mache ich auch mal eben. Bams. Gut, okay. Dann schleiche ich mich gleich wieder an. Oh, wer ist er denn? Den schieße ich auch über den Haufen. Ist nur ein einfaches Skelett. Keine Sorge, da gehe ich auch in Nahkampf. Bams. Gut. Dann schleiche ich mich an, wollte ich sagen. Warum spielen wir eigentlich mit? Ich guck mir das an, ich find's interessant. Ja. Dieser Banner ist alt und zerschlissen. Warum? Der da hängt. Nee, ich ahne, was du vorhast. Bist du jetzt immun gegen... Ich kann mich nicht im Schatten verstecken, Mann. Das ist einfach zu lächerlich doof. Läuft! Oh, ne. Wie viel Leben? 29. Ja, dann hau... Ja, hau raus, was du hast! Ich gehe in Deckung. Wo kommt dein Blitz? Geh zurück! Das hat er irgendwie abbekommen! Ah! Oh ja! Lass es mal rasten! Finde ich. Weißt du, ich sag noch, ich gehe unsichtbar vor, ich kunde erstmal die Lage. Ja, nein, ich bin ungeduldig. Zum Glück habe ich gespeichert nach dem ersten schlimmen Kampf. Du brauchst doch mal so extrem lange. Ich kann mich nicht verstecken. Das stimmt. Ja, weißt du, du musst aber auch mal so sehen. Da sind lauter Skelette. Na gut, vielleicht ist meine Elfe magersüchtig und so. Und deswegen kann die sich da nicht so gut verstecken, weil die auffällt zwischen diesen ganzen Skeletten. Du hast die umschießen wollen, das war der Grund.